einen merken. Natürlich stehen wir vor einem grundlegenden Wandel unserer Wirtschaft. Natürlich wird Digitalisierung das große Thema der nächsten Jahre sein. Ich tue mich allerdings schwer mit der Einteilung zwischen alter und neuer Ökonomie. Weil wir gerade insbesondere nach der Finanzkrise 2008-2009 eines erlebt haben, die Industrie ist zurück. Und viele Länder, die vor einigen Jahren noch über die Vorzüge der Dienstleistungsgesellschaft nachgedacht haben, etwa in den USA oder in Großbritannien, müssen heute eines eingestehen. Wir wollen zurück, wir wollen wieder Industriestandort. Das ist gut so. Deutschland im Übrigen, und dazu gab es immer einen sehr großen Konsens, nicht nur zwischen dem BDI und diversen Bundesregierungen in der Gesellschaft insgesamt, wir sind und wir wollen Industriestandort bleiben. Weil die industrielle Wertschöpfung ein zentraler Wachstums-, Beschäftigungs- und vor allem Innovationstreiber ist. Das ist ganz entscheidend. Und deswegen glaube ich, müssen wir die Debatte über das Thema, das wir heute diskutieren, richtig führen. Richtig führen, dass wir sehen, welche Herausforderungen, Veränderungen mit der Digitalisierung auf uns zukommen, aber auch wissen, wo unsere Stärke und unsere Basis für unseren Erfolg in den nächsten Jahren erzählen. Und dabei geht es vor allen Dingen darum, eben nicht über Old oder New zu diskutieren, sondern über eines zu diskutieren, über die Frage von Innovation. Und wo wir und wie wir Innovationen in den nächsten Jahren sozusagen auch wirklich auf die Straße bringen, weil das die Voraussetzung dafür ist, dass wir erfolgreich sind. Und dabei in der Tat stehen wir vor einer tiefgreifenden Veränderung, weil die digitale Welt und die mechanische Welt werden zusammenwachsen, sie werden sich vernetzen. Und die Frage, die noch nicht beantwortet ist, wer ist eigentlich in den nächsten Jahren der Treiber der Wertschöpfung? Wird es der industrielle Teil sein? Wird es der digitale Bereich sein? Oder wird es beides sein? Aus deutscher Perspektive muss eines klar sein, weil wir gut sind in industrieller Produktion. Im Übrigen, Digitalisierung in der industriellen Wertschöpfung ja nicht neu ist in Deutschland. Im Gegenteil. Wir haben eine Vielzahl von digitalen Lösungen, in der Regel Insellösungen, bereits etabliert. Und jetzt geht es darum, den nächsten Schritt zu gehen, nämlich Maschinen miteinander zu vernetzen, den Shopfloor und den Officefloor miteinander zu verzahnen. Das wird die Grundlage sein. Das wird in der Tat dazu führen, dass wir Produktivitätsfortschritte erwirtschaften werden, dass neue Innovationen, dass neue Produkte entstehen und dass am Ende des Tages auch neue Geschäftsmodelle entstehen können. Dabei